So, wir machen heute mal eine kleine Betriebsführung im Young Quail und ja, und gucken uns mal die Little Jobstoppers an. Genau, und das machen wir jetzt einfach mal. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Die Little Jobstoppers. Mhm. Jetzt zum Verkauf angebunden. Ja, seit 3 Wochen jetzt tatsächlich schon läuft die Ausstellung. Die mit den roten Aufklebern sind verkauft und ja, sind ungefähr 50%, was jetzt weg gegangen ist. Also mein Favorite ist quasi noch da mit Young Quail drauf und ja, da hat Young Quail das, auch. Ja. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Wo werden die angeboten? Die kann man online kaufen, die kann man hier kaufen, ja, die kann man selbst über DM ganz simpel kaufen. Ja, alle möglichen Wege mit mir zu interagieren sind dafür machbar. Warum heißen die Little Jobstoppers? Ja, zu diesen, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, zu diesen Teilen gibt es ein Magazin, ein Heft. Und darin ist es genau, oder? Jobstopper bedeutet im Endeffekt einfach nur in der Tattoo-Szene, wenn man so will, gemeinhin die, ja, die Tatsache, sichtbare Stellen, Hände, Hals, Kopf und so weiter zu tätowieren und ausgehend davon dann keine Karriere mehr machen zu können oder keine... Hast du eine Karriere? Ich nehme mich da außen vor. Ich möchte nicht sagen, dass ich keine habe und ich will auch nicht sagen, dass ich eine mache. Aber zumindest der gemeinen Bankkarriere sollen diese Jobstopper wohl im Wege stehen. Gibt sicher Bankangestellte, die mir da das Gegenteil beweisen können. Allerdings, wie gesagt, Hände, Hals, Kopf, Gesicht sind meistens so Stellen, die solchen Sachen im Wege stehen und ja, Little Jobstopper, weil sie halt klein sind. Tiny Hands. Wir haben quasi jetzt noch Köpfe produziert, die tätowiert sind? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich mit den Händen tatsächlich schon übernommen. Die sind wirklich sehr, sehr bescheiden zu tätowieren. Ging letzten Endes dann trotzdem ganz gut. 30 Rahmen und 45 Hände waren auf jeden Fall eine ganz schöne Nummer, aber ja, ich bin froh, das durchgezogen zu haben und dieses Achievement quasi vorweisen zu können. Und gerade in der Masse sind sie halt wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Das stimmt, vor allem sind sie nicht groß, die kannst du eigentlich überall hinhängen. So ist es, ja, genau. Aus was sind die Hände? Das sind im Grunde genommen einfach nur Silikonhände, die man sich auf den Finger stecken kann und als Scherzartikel, ja, dann quasi benutzt. Sie sind recht schwer zu bekommen in Deutschland, also bei eBay bekommst du halt so billige Fakes, die sind aber meistens ein bisschen gelb und so weiter. Arthur McPhee heißt diese Firma, die diese Teile erfunden hat und auch in einer wirklich absolut astreinen Qualität halt vertreibt.
sitzen in Amerika, schwer zu bekommen, Zoll, dies, das. Ich habe trotzdem eine Box gekauft. In der Box waren 62 Hände. Ich habe bis auf diese 45, ich glaube, ich habe noch ein oder zwei über gehabt, aber ich habe den Rest komplett verkackt. Also ich bin ganz gut hingekommen, sagen wir mal so. Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch sehr filigran. Es ist total filigran und ich habe einen recht hohen Qualitätsanspruch und möchte den natürlich auch in allen Produkten, die ich anbiete, widerspiegeln. Gibt es auch welche, die du nicht verkaufst davon? Nö, ich verkaufe grundsätzlich alle. Ich bin damit komplett fein. Ich finde alle schön. Ich finde manche sogar sehr schön. Und bei vielen wäre ich auch völlig damit im Reinen, wenn sie nicht weggehen. Hm. Aber grundsätzlich sind sie produziert für euch und ja, demnach sind alle wirklich zu erwerben. Also alle 30 Stück sind zu verkaufen? Alle diese 30 Teile, wie sie hier hängen, zuzüglich der Nummer 31 von 30, die eigens wirklich nur für ein Gewinnspiel produziert wurde, jetzt im Nachgang. Ich fand den Gag ganz witzig, 31 von 30, weil es halt auch wirklich, die sind alle einzigartig, aber die Version ist halt eine Clone the Dark Version und nee, die finde ich eigentlich auch cool, also die das, ist halt, ne, dass man die auch nicht kaufen kann. Mit einem passenden Motiv dann noch verziert, mit einer Kerze drauf, russische Schrift drauf, die glühen oder leuchten oder erleuchten oder aus der Asche emporsteigen, wie man so will. Russische Sprache ist ja oft sehr Interpretationsgeschwängert, beziehungsweise... Interpretationsgeschwängert? Ja, das gefällt mir. Ja, oder man kann so, also wenn man dieses Wort eingibt, zum Beispiel kommen von Kerzen und Leuchten bis zu einem Phönix, kommt da alles bei Google, ne? Und demnach fand ich das mit diesem glühenden, ganz passend auch glühend zu der Hand. Finde ich gut. Ganz gut. Witzig auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich das Wichtigste. Wir haben alles. Weil den Rest sollen wir ja auch im Heft lesen. Im Heft oder wie gesagt online gibt es ein paar Informationen und die Ausstellung geht jetzt noch bis zum 17.12. Es ist ein bisschen bescheiden aktuell wegen 2G etc. Ich gebe da einen Fick drauf, also ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr das angucken wollt. Es ist eine private Ausstellung. Die nächste ist öffentlich und wahrscheinlich dann im Sommer, wenn die Regierenden sich dazu entschließen, wieder alle Maßnahmen bleiben zu lassen, dann kann man das wahrscheinlich umsetzen. Jetzt gerade ist es halt zeitlich nicht gut gepasst, aber ihr könnt es euch gerne noch angucken. Eine Woche, 17.12. werden sie abgehangen und werden an die Käufer bzw. auch an die Gewinnerin oder den Gewinner Gewinnerin ist ja Gewinner. Ist das jetzt so getan? Das ist richtig. Gewinnerin verschickt und dann weiß ich noch nicht so richtig, was mit der Wand passiert. Irgendwas passiert, aber die Hände kommen erstmal weg. Selbst die unverkauften werden verpackt und fertig für den Versand quasi. Ja, ich weiß nicht so richtig, eine Ahnung, vielleicht schaue ich sie auf den Jordan. Tja, Leute, dann sucht die restlichen, die nicht verkauft sind, auf jeden Fall auf den Jordan. Ja! Und, besten Dank für die Zeit und ihr könnt, damit schließen wir uns. Bei Big Cartel, auf meiner Big Cartel Seite seht ihr noch, was frei ist. Wird jetzt hier eingeblendet. Na, da ich mach den hier so. Seht ihr ungefähr, ja, relativ genau eigentlich, was noch zu kaufen ist. Gut, Philipp, ich bedanke mich für das Interview. Ja, und ich hoffe, das ist mal was Neues gewesen auf dem Channel, dass wir mal was Neues reingebracht haben. Frischen Wind, nicht immer nur Parfüm anpassen. Immer wichtig. Ja? Dass wir nicht nur Parfüm anpassen. Ich finde mich dann zwischen einer Uhrenbesichtigung und einem Parfüm-Unboxing und freue mich drauf. Oder vielleicht baue ich mal was aus Lego. Auch gut. Auch sehr fein. Gut, ja, dann herrlich. Alle Links sind unten auf jeden Fall in der Beschreibung. Und dann schönes Wochenende noch. Macht's gut. Von mir auch. Ciao. So.